wir sind jetzt in Eschborn angekommen. Im Hintergrund habe ich die anderen zwei Kollegen da. Und beziehungsweise man sieht den einen nicht. Wow. Julio und der Schattenspieler, dazu kommen noch heute. Gerade noch unterwegs ist der Creep-Fan, der war letztes Mal noch nicht dabei. Und der Tim von Trader Online ist dabei, der war auch das letzte Mal dabei. Und noch sein Kollege Dirk. Ihr habt ja, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal wahrscheinlich auf dem Kanal gesehen. Und ja, leider ist der Micha nicht mit dabei, der das letzte Mal mit dabei war. Das heißt, wir sind eigentlich quasi dieselbe Gruppe, nur mit dem Dirk ausgewechselt. Und ja, wir schauen mal, was wir heute machen, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe gehört, irgendwie neue Produkte sollen wir da irgendwie aufmachen dürfen, Videos vorproduzieren dürfen. Ich habe jetzt nichts Großartiges geplant, außer den Vlog zu machen. Der Maurice, der hat einiges geplant. Der will da irgendwelche Duelle und Videos machen. Und da werde ich den einfach mit unterstützen und einfach mal den Tag auf mich wirken lassen. Ging ganz gut heute auch die Reise hierher. Stand ein ICE, ein IC bekommen, der halt das trotzdem rechtzeitig geschafft hat, hierher zu kommen. Wir sind 13 Minuten Verspätung angekommen, nach 10 Minuten Verspätung Start. Respekt für einen Zug, der 100 km/h langsamer fährt. Eigentlich ist der ICE. Muss man der DB mal fragen, warum die überhaupt den auf dieser Strecke nutzen, wenn die genau gleich schnell alle nicht fast sind und die anderen viel profitabler sind, weil die ganzen Wagen sind schon abbezahlt. Naja, ich sitze auf dem Weg, geht gleich los. Bin mal gespannt, was wir da so heute alles an Impressionen einfangen können. Der Drecksack hatte wirklich recht gehabt. Er sagt, wir kriegen die Füße und wir bekommen die Füße plus Forehead. Was soll das? Ah, Wahnsinn! Let's do it, Dudel! Holy fuck! Ja, da kriegen wir. Warum ist da der Dudel mit dabei? Das ist so fucking nuts. Moviepack Secret Edition. Ach ja, die kommt ja auch noch diese Woche raus. Okay, wir sind jetzt angekommen. Wir haben jetzt hier im Hintergrund Mission Assault, Magical Hero und die Secret Edition. Ein paar andere wilde YouTuber am Rumvloggen. Und wir haben auch unter anderem diese, ja, diese, wie nennt man das, Ash Blossom, Forehead, Feed, Promotion Products. Schon mal hier mit am Stissel. Bin gespannt, was wir noch so alles mit den Produkten vorhaben. Ob wir die hier aufmachen sollen später oder irgendwo anders oder was wir damit machen sollen. Vielleicht Leute bewerfen. Who knows? Let's see. Da haben wir einmal die Matte. Also freut mich drüber. Ja, absolut. Drei Sleeves. Damit müssen wir mal irgendwann auf NoYC spielen. Kappa. Diese wunderschöne Deckbox. So leicht durchsichtig. Ja, sieht super merkwürdig aus. Und dann haben wir hier nochmal diesen Collector-Beiner. Ist der ein bisschen dicker als üblicherweise? Der kommt mir ein bisschen fetter vor als den. Ach, der ist. Sie haben das System geändert. Da drin sind ja viel hübschere Einlagen als üblicherweise. Das ist ja cool. Nice. Die Leute sind mir gerade voll alle ausgerastet, die haben alle diese ganzen Vor-Release-Displays hier aufgemacht und das Magical Hero und die einen haben gut gezogen, die anderen haben nicht so gut gezogen. Wir haben auch gerade unser Video gemacht, wo wir alles zusammen aufgemacht haben und das Display war, glaube ich, ganz okay. Das Magical Hero und das Ignition Assault. Secret Edition ist sehr interessant. Das ist so verwirrend, die Karten in Secret Rare zu sehen. Das ist so ungewöhnlich. Am krassesten finde ich das halt, haben wir noch die Secret? Kannst du mir einmal geben? Ja. Dankeschön, dass wir hier einmal die Prismatic Secrets bekommen haben, dass wir die auch einfach mal so in den Händen halten dürfen, alle, die hier in diesem Set drin sein werden. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Auswahl, die sie diesmal mit dabei haben. Und ich bin mal gespannt, ob wir irgendwas dann halt in unseren künftigen Case und oder Display Openings noch davon ziehen können. Also sehr interessante Auswahl. Und ja, erstmal ein bisschen geschafft, gerade ganz schön viel geredet. Ich denke mal, wir werden gleich noch ein bisschen was essen und dann bin ich mal gespannt, was wir noch so für Videos drehen werden im Laufe des Tages. Vielen Dank.
Ja, ansonsten hier noch im Hintergrund steht immer noch die gleiche Ecke. Hallo. Die Produkte werden auch nicht günstiger, glaube ich, habe ich das Gefühl. Und ja, wir kriegen noch jeweils eins der Displays nachher noch mit nach Hause. Das werden wir dann in den künftigen Wochen dann halt auch nochmal hier und da aufmachen. Aber so haben wir schon mal unser erstes Pre-Release-Opening mit einem Stissel als Turnier-Opening verpackt, wo jeder einfach reinreden kann, wo wir seelenlos die Packungen aufmachen. Damit wir schnell durchkommen. Hier sehen wir mal so einen random, dreckigen Camper, der andauernd geil sieht. Schon Lightning Storm und so aus dem Display. Lightning Storm und Gizmag schauen und jetzt noch die Seele. Vielleicht noch eine zweite Seele, damit du auch keine Seele mehr hast. Also eine können wir theoretisch noch ziehen, eine Ultra. Du hast noch eine Ultra über. Ja. Also theoretisch 5 oder 6 zieht man ja und 5 habe ich jetzt, glaube ich. Also ich glaube, ich habe die anderen Displays, ich hoffe, mich sind dann nachher die Displays so. Die sind ja. Nachher deine anderen so sind wie meine zuerst. Viel Erfolg. Da haben wir die Tauscher im Netz hier gerade am Öffnen von Produkten. Oh, ja, das ist nochmal ein Schuppen. No way. Was hat er gezogen? Den noch dazu. Was hat er gezogen? Den Liquid Soldier. Liquid Soldier. Was ist denn mit euch allen? Was ist hier los? The hate is real, aber ich hatte ja auch so ein Display, sonst kein Problem damit. Wow. Ich hatte jetzt schon 2 davon, ne? Dieser krasse Typ. Wahnsinn. So, wir haben hier gerade den Dirk am Arbeiten. Der hat nämlich einmal das komplette Set von Konami bekommen, von Ignition Assault. Ich möchte das gleich mal hier für uns alle ausbreiten. Bin ganz gespannt, wie das gleich anstellen wird. Währenddessen habe ich hier neben mir den Creed-Fan, der seit, zwei Jahren. Das war der 10.8.2017, wo er das letzte Mal hier auf dem Video war. Und da steht noch was aus zu dem Kanal-Update, den wir damals gemacht haben. Ihr solltet da 1000 Likes drüber lassen, damit wir endlich mal einen kleinen Vlog bzw. Room-Tour bei unseren Locals machen. Da fehlen noch 150 Likes. Also wenn ihr die mal hinterherfeuern würdet, würde ich euch hier nochmal verlinken. Wäre das nett. Wie findest du es hier? Du warst das letzte Mal bei uns ja nicht dabei, du warst ja separat hier mal. Ja genau, ich war im März einmal hier, da gab es den YouTuber-Raum schon. Den gab es noch nicht, als die hier waren. Wieso sind wir hier? Autofokus? Die Kamera will nicht. Ja, ich finde es schön auf jeden Fall. Also die Leute hier sind alle sympathisch natürlich. Und man hat hier schöne Möglichkeit auch was zu filmen, wenn man möchte. Das und die Produkte schön, willst du dann zu Hause aufmachen? Alles. Ja genau. Weil du hast ja wirklich alles noch gesammelt hier. Ja. Hoffen wir mal, dass die Puls gut werden, ne? Hoffe ich doch. Ich bin gespannt, was... Die Plus Medics sind noch nicht gezogen worden, also ich denke mal, die sind... Vielleicht, wenn die sind, wäre natürlich schön. Ja, und wir bekommen ja noch irgendwie was Geheimes später noch, was wir hier gar nicht vorstellen dürfen. Das Video. Alles. Mal gucken. Da haben wir das gute Exemplar in Secret-Farbe. Sieht hübsch aus. Gold. Haben wir auch was mit dem Display gezogen. Aber natürlich öffnet ihr gerade einen Drax Camper. Führen Sie noch mal aus, was Sie gerade gezogen haben. Ich habe gerade 3 Alternative mit der neuen Secret Rare Variante gezogen. Und das aus 5? Und das aus 5 von denen hier. 5 Stück. Und ich habe sie gerade alle gezogen. Die sehen so cool aus, oder? Das ist so krank. Das ist so ungewöhnlich. Ich kann jetzt wieder Blue Eye spielen. Vielleicht? Nein. Wie krank! Während die anderen jetzt drüben sind und noch weitere Produkte aufmachen, dachte ich mir, ich gehe mal ganz schnell, ganz sneaky einfach mal in den Yu-Gi-Oh! Konami Vlog-Raum, in deren, wo sie halt auch Sachen drehen und da haben wir teilweise richtig coole und sehr, sehr alte Produkte, die hier ausliegen. Ich zeige euch mal einmal, ich mache mal eine kleine Tour mit euch, zeige mal alles, was hier so mit dabei ist. Wir haben hier oben ein bisschen was für ein Dimension of Chaos, hier diese Duel Links-Sache, die wir letztes Jahr zugesendet bekommen haben, ein paar Structure Decks, ein bisschen Speed Duel Stuff, hier der uralte Kalender der Noble Knights. Box, da haben wir nochmal einen Kalender, hier Mission Legendary Duelist mit der Battles of Legend. Dann hier eine Gold Series Haunted Mine. Hier oben so ein paar schöne Sachen für nebenbei. Dann hier Premium Gold, Gold Series 4 und Power of Chaos. Alter, ist das alles cool. Dann hier eine Menge unterschiedlichster Structure Decks und Starter Decks und alles. Yo, und hier unten sogar noch so richtig Klassiker. Sogar ein Starter Deck Yugi. Holy Mother Moly. Eine Super Edition, warum auch nicht. Und hier drüben nochmal ein bisschen Linkstrike, noch der neue Dance-Kalender und nochmal hier den Kaiba als Figur. Wir haben ja den Yugi bekommen. Und hier drüben haben wir noch weitere Special Editions
und weitere Display-Sets. Hier haben wir dann auch einmal nochmal ausgepackt. Die Sachen von mit Ash Blossom. Und hier, die haben wir schon mal bei uns auf dem Kanal aufgemacht. Genau, wie die großen Brüder hier oben. Kleinen Yugi. Und dann hier noch ein bisschen so die Boxen. Und holy mother moly, du bist wirklich Yugi. Es ist nicht für erst, aber es ist noch die während der 5Ds-Zeit geprintet worden sind. Das ist noch das alte, bis jetzt nicht mal 5Ds. Ich glaub, war das 5Ds oder Jax-Zeit? Das ist, glaube ich, Jax-Zeit sogar. Uralter Print, Alter. Holy moly, noch mit dem alten Logo drauf und so. Krass. Und dann hier noch ein bisschen Star-Pack und nochmal ein bisschen Kleinkram. Also, das ist eine nette Ecke hier. So, hier, wo man hier mal so ein Video drehen will. Kann das machen. Hier noch ein paar Softboxen, ja. Lichter. Hier hat, glaube ich, Julio sein Opening gedreht. Hier haben wir noch eine kleine Matte. Vielleicht drehen wir gleich nochmal mit dem Schattenspieler nochmal hier so ein kleines Duell-Thing. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Kamera-Equipment und alles mit dabei. Joa, ich hoffe, gleich gibt's was zu essen. Bin langsam hungrig. Oh, wir haben gerade gegessen, ordentlich Pizza, noch ein bisschen was für den Rückweg mit dabei. Und hier wird noch gepostet, welche Bonus die gezogen worden sind. Ich glaube, wir werden gleich noch mal ein paar Themen sprechen, über die wir hier noch nicht im Vlog sprechen dürfen. Demnächst mal ansprechen. Ich bin gespannt, was das alles sein soll und sein wird. Wir melden uns dann wahrscheinlich dann danach wieder. Oh mein Gott, wir haben gerade die News bekommen Richtung Eternity Code. Alles, was damit sich ändern wird, mit den Rarities, mit den Sneak Peeks, das ist eine Menge Holz. Muss ich mal durch mich durchgehen lassen, wie ich das finde. Bin ich momentan noch sehr indifferent dem gegenüber. Ich bin froh, dass es, ja, alle Karten gleich verteilt sein werden und dass wir, ja, dass die Super Rare und die Ultra und Secret quasi wieder an Wert zurückgewinnen und nicht mehr so hingeklotzt sind und auch die Super Rare mal vielleicht ein bisschen mehr Relevanz. Ich muss mir das durch den Kopf gehen lassen, ich bin so fertig. Hab grad nochmal das gepostet und alles. Ja, jetzt werden wir uns gleich noch von Konami noch eine Überraschung geben, die werde ich halt nicht in diesem Vlog euch zeigen können, sondern erst in einigen Wochen. Darauf freue ich mich. Alter, auf den Rückweg muss ich mir echt... Das ist schon mal ein dicker Brocken mit den ganzen Changes. Hier. So, wir sind jetzt durch, wir machen uns gleich auf den Weg. Da haben wir noch die Trailer-Jungs, die machen sich auch gleich auf den Weg. Creep-Fan und Julia sind schon bereits los. Ja. Fazit, eine Menge Stuff. Ich muss auf jeden Fall nochmal rekapitulieren, was wir alles so heute an Infos bekommen haben. Das war eine Menge Holz. Das wird alles in den UI-News dann nochmal wahrscheinlich aufbereitet werden. Alles, was diese Neuigkeiten angeht, die wir heute gedroppt haben. Das ist halt, ja, Starlight Rares, Super Prismatic. Wir haben keine Sneak Peeks künftig, sondern Pre-Release-Events. Wir haben Eternity Code, halt einmal das, dann halt, dass die Rare weg ist, aber stattdessen die anderen Rarities definitiv flat sind und es keine Shortprints gibt. Das heißt, alle sind gleich verteilt, das heißt, die Chancen sind für jede Karte gleich. Und das, was wir haben, dass es keine Special Editions mehr gibt, aber halt ein Ersatzprodukt, was wir bisher noch nicht kennengelernt haben. Das sind halt viele Sachen, die ich mal erstmal verarbeiten muss und das irgendwie abwägen muss. Wie gesagt, dass wir die Rare verlieren, muss man schauen, ist das sinnvoll, ist das nicht. Das kann ich so auf die erste Schiene gerade überhaupt nicht verarbeiten. Also ich denke mal, bis unseren Jubiläums haben wir das. Maurice macht ja auch gerade fertig, damit wir gleich losgehen können. Und ja, wir quatschen auch gleich ein bisschen mit dem Maurice wahrscheinlich auf dem Weg zurück. So, wir sind jetzt auf dem Frankfurter Hauptbahnhof und wir warten auf unseren IC, nicht auf unseren ICE. Also ich glaube, die Deutsche Bahn hat mir zugehört und gleich alle Züge auf dieser Relation durch ICs ersetzt, weil das natürlich kostengünstiger und damit mehr Profit machen kann. Und dabei auch das Klima schon, wenn man die alten Züge nochmal wieder verwendet. Ja. Das war eine Menge Info, oder? Maurice, komm mal rein. Ja, also... Was hältst du von dem Ganzen? Oder bist du auch noch erstmal platt von dem alles, was so reingekommen ist an Informationen rund um alles, was im Eternity Code allgemein passiert? Dieser April wird ja Wahnsinn werden, mit den ganzen Changes. Also, ich bin platt, auf jeden Fall platt. Aber... Ja, es ist so schwer. Ich bin so zwiegespalten. Einerseits finde ich es schade zum Teil, andererseits finde ich es auch gut. Andererseits kann es nach hinten losgehen, es kann aber auch richtig nach vorne gehen. Wie du sagst, das wird ein Mega-Change und es wird heftig. Ja, also die Sets, das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, es ist nicht... Da bin ich mir noch sehr indifferent, aber ich glaube, das hat so seinen Sinn vielleicht. Bei den Sneaks bin ich sehr
pessimistisch, ob das funktionieren wird. Außer die Promo ist richtig krass. Die Promo ist richtig krass. Dann wäre das wiederum... Und dass die entsprechenden OTS-Stores allgemein mehr Displays umsetzen können dadurch, dann ist das eine schöne Sache, dass die Locals gestärkt werden. Ob dann nachher die Turnier-Experience darunter leidet, die dann vielleicht komplett verloren geht, die wir sonst halt mit Locals hatten, muss man mal schauen. Ja, das war halt echt eine Menge Info. Wir haben eine Menge Produkte, die wir auch innerhalb der nächsten Wochen aufmachen werden, auch über ein Produkt, über das wir gar nicht reden dürfen, leider. Das wird es dann halt innerhalb der nächsten Wochen geben. Und könnte man eigentlich sowas öfter machen? Ich verstehe nicht, warum wir uns immer nur einladen für so Mina-Stuff, ne? So ein paar Infos reichen. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben ein paar Termine ausgemacht, wo wir auch nochmal auf andere Events gehen, wo ich auch dieses Jahr mal mit dabei sein kann, wo ich das zeitlich hinschaffen kann, was halt mal so ein bisschen out of the box nicht Yugi ist, sondern so ein bisschen so Messi und sowas. Genau. Und da werdet ihr noch mehr erfahren demnächst. Kommt, sodass wir gleich mal losfahren können und dann sind wir beide um 23:30 abends wieder zurück zu Hause, schlafen gehen und für mich am nächsten Tag wieder arbeiten. Ja, war jetzt soweit dieser Vlog gefallen und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber gehalten habt, was wir alles da so aufgemacht haben, einen ganzen Schissel und Stössel gemacht haben. Wir haben jetzt gar nicht so viel mit dir mehr aufgenommen. Also ich mit dir habe jetzt nicht sehr viel mehr aufgenommen. Zeitlich hat es halt nicht gepasst, aber das ist halt immer so und wir haben ja schon großzügig den späteren Zug gewählt. Ja. Aber am Ende war das halt doch dann jetzt nicht mehr ganz gereicht. Schade. Deswegen, öfter Community Days. Öfter Community Days können wir mehr zusammen drehen und mehr so viel Stuff machen. Konami zuhören. Das war's dann hier von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.